Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Update. Dieses Update wird ein kurzes Update, allerdings schauen wir uns in diesem Update die Charts an, wir schauen uns eine On-Chain-Analyse an und wir schauen uns auch ein wenig News an. Also bleibt hier unbedingt bis zum Ende dran und bevor wir mit dem Video starten, lass diesem Video jetzt ein Like da, abonniere diesen Channel, wenn du es noch nicht getan hast und aktiviere ebenfalls die Glocke, damit du keine weiteren Updates verpasst. So, bevor wir jetzt viel Zeit verlieren, springen wir direkt erstmal in die Charts, denn es wird momentan sehr, sehr interessant bei dem Bitcoin-Preis. Wir sehen hier, dass wir hier auf dem einstündigen Chart weiterhin ein Rising Wedge hier an dieser Stelle haben. Dieses Rising Wedge konnte ich noch ein wenig nachkorrigieren. Jetzt haben wir mehrere Berührungspunkte und ist dementsprechend immer noch vorhanden. Das ist für mich eine Gefahr, die wir momentan jetzt beim Bitcoin haben. Zusätzlich sehen wir noch, dass wir jetzt hier am 618er Fibonacci Level hier am Golden Pocket jetzt rejected worden sind, was natürlich erstmal kein gutes Zeichen ist, dass wir jetzt hier rejected worden sind. Für mich ist dieses 618er Fib Level und dieses 786er Fib Level sehr, sehr wichtig. Warum genau, schauen wir uns gleich nochmal auf den längeren Time, auf den größeren Timeframes an. Hier haben wir jetzt eine Rejection gesehen. Es könnte natürlich sein, dass wir hier einen Breakdown nach unten sehen. Allerdings sollten wir hier nach unten hin ausbrechen, würde ich wie gesagt hier definitiv darauf warten, bis wir hier diese 19.500 bzw. 20.000 US-Dollar aus dem Markt genommen haben und im besten Fall eine 4-Stunden-Candle darunter geschlossen haben und dann könnte man gegebenenfalls eine Short-Position eröffnen. Das technische Preisziel wäre hier in etwa bei ca. ja, 17.500 bis ca. 17.700 US-Dollar. Interessant wird das Ganze allerdings nochmal, wenn wir es schaffen, sollten hier das 618er Fib-Level nach oben hin zu durchbrechen. Sollten wir es schaffen, hier über das 618er Fib-Level zu kommen, dann würde ich mir definitiv wünschen, dass wir es unbedingt schaffen müssen, hier das 786er Fib-Level nach oben hin zu durchbrechen. Denn wenn wir jetzt hier nach dem 618er eine Long-Position eröffnen, haben wir immer noch die Gefahr, dass wir hier eine Liquidity Grab haben könnten und dass wir dann hier nochmal mit einem Fakeout dann runter korrigieren. Deshalb würde ich mir wünschen, dass wir hier das 786er aus dem Markt nehmen, denn wenn wir uns das anschauen, sind das unsere letzten vorherigen Highs und da würde ich definitiv abwarten, bis wir diese Highs nach oben hin durchbrechen, bevor ich auch richtig bullisch eingestellt bin auf den kürzeren Timeframes. Wir schauen uns natürlich auch die größeren Timeframes an, die sind ebenfalls sehr, sehr aktiv und wir sehen hier direkt erstmal, dass wir hier natürlich erstmal unsere erste Widerstandszone nach oben hin durchbrochen haben, nachdem wir hier einen Widerstand hatten. Wir hatten ja diese Zone hier besprochen. Wir hatten hier einen Widerstand reinbekommen, haben es jetzt geschafft, diese Zone nach oben hin zu durchbrechen. Das ist erstmal der erste Step, den wir haben. Der zweite Step wäre, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, 22.700 US-Dollar, also genau dort, wo auch unser 786er Fib-Level liegt, haben wir den zweiten Widerstandsbereich, der jetzt essentiell wichtig für uns ist. Und hier würde ich mir wünschen, dass wir diese beiden Hochs hier aus dem Markt nehmen und gegebenenfalls hier nochmal das Ganze mit einem Low bestätigen. Und dann wäre ich hier auch wieder erstmal ein wenig bullischer eingestellt. Jetzt momentan allerdings würde ich euch raten, sehr, sehr vorsichtig zu sein. Denn wir haben noch interessante News, warum wir hier nochmal vorsichtig sein könnten und sollten. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Auf dem Daily Chart sehen wir hier noch weiterhin, dass wir hier uns in einem abfallenden Channel hier befinden. Wir haben hier einen Descending Channel, sehen hier einen massiven Widerstand, hier an der unteren Linie einen abfallenden Support und hier wie gesagt an der oberen Linie einen abfallenden Widerstand. Und wie wir hier sehen, wir sind hier auf dem Daily Chart immer noch in einem massiven Abwärtstrend. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass wir hier noch keinen Grund haben, extrem bullisch beim Bitcoin zu werden. Interessant wird es wirklich, ob das schon der Boden war hier bei 17.500 US-Dollar oder ob wir noch eine weitere Korrektur sehen könnten. Wenn wir uns die On-Chain-Daten einmal anschauen, dann sehen wir, dass der Verkaufsdruck von den Minern erstmal hier abgelassen hat. Denn wir sehen, ich weiß nicht, ob ihr das sehr gut seht, die Auflösung ist jetzt nicht so gut, allerdings versuche ich euch das zu erklären, wo wir hier diesen massiven Abverkauf hatten. Sehen wir hier an diesen roten Kerzen, die nach unten gehen, dass die Miner hier extrem Bitcoins verkauft haben von ihren Holdings. Das heißt, die Miner haben hier dafür gesorgt, dass wir einen extremen Verkaufsdruck hatten und dementsprechend ist auch natürlich der Bitcoin-Preis hier extrem korrigiert. Jetzt sehen wir allerdings einen Wechsel hier.
Wir sehen nämlich hier jetzt, dass die Miner angefangen haben, wieder Bitcoin zu akkumulieren. Also hier in der Region von 17.000 bis 18.000 US-Dollar. Ob das jetzt bedeutet, ob wir den Boden erreicht haben, ist natürlich fraglich und müsste man jetzt dementsprechend beobachten, ob das jetzt der Boden bei 17.500 US-Dollar für den Bitcoin war. Was noch sehr, sehr interessant ist, ist, dass jetzt ein Bitcoin Short ETF an den Start geht. Heute startet nämlich der Bitcoin Short ETF von ProShares. Wir sehen natürlich die US-Börsenaufsichtsbehörde Security and Exchange Commission SEC hat dem ersten Bitcoin Short ETF grünes Licht gegeben. Der ProShares Bitcoin Short ETF kann ab dem heutigen 21. Juni an der New Yorker Börse New York Stock Exchange unter dem Ticker BT zu einer Gesamtkostenquote von 0,95% gehandelt werden. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr denkt, ob dieser Bitcoin Short ETF, der genau zum jetzigen Zeitpunkt gelauncht wurde, ob der womöglich den Bitcoin-Preis beeinträchtigen könnte. So, das war es auch schon mit dem kurzen heutigen Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Updates verpasst. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Update.